Klappe 2. Ihr könnt das ja nicht wissen. Ich habe mich eben gerade verheddert, weil ich ja so nicht vom Teleprompter ablese. Ich frage mich, ob das jemand macht, dessen Kanal ich gerade entdeckt habe, der das also viel besser aufzieht als ich. Natürlich, der hatte so eine Schriftrolle im Hintergrund, der ist besser ausgeleuchtet. Ich ziehe hier einfach die Vorhänge zu, damit ihr nicht geblendet werdet. Es ist noch Nachmittag. Und der stammt aus der Re-Bande, also von diesen selbsternannten Nachfolgern des spendablen japanischen Meisters, der sehr alt wurde und die auch mit komischen Übertragungsdokumenten und so weiter arbeiten, habe ich alles schon in meinem Blog mal erklärt. Und von denen ich natürlich auch keine besonders tiefsinnigen Erkenntnisse erwarte, ganz im Gegenteil. Aber er hat einen hübschen Kanal gemacht, habe ich gesehen. Und da hat er so eine der, ich glaube, so der Standardfloskeln auch, die man immer wieder hört, zum Besten gegeben, dass man ja Anfänger anders unterrichten muss als Fortgeschrittene. Dem Fortgeschrittenen muss man, also da ein Beispiel eines Sportlers gesagt, der weiß ja, wie was er zu tun hat, dem muss man die Dinge nicht mehr erklären wie einem Anfänger. Gut. Ich komme gleich drauf, warum ich das Beispiel wähle. Beim Sport mag das so sein, aber ich glaube, er hat sogar Michael Jordan genannt. Also sagen wir mal, ein Basketballprofi, der muss den Ball am Ende, wenn er das Spiel gewinnen will, wenn er was draus machen will, jedenfalls ist es das Ziel dieses Spiels, ne, in den Korb kriegen. Und der Anfänger muss genau das Gleiche machen. Er muss den Ball in den Korb kriegen. Und wenn der Profi noch an Feinheiten arbeitet und vielleicht einen anderen Profi findet, der ihm sagt, wenn du jetzt den Fußball nur so und so viel Grad biegst, ne, bevor du abspringst, dann springst du vielleicht ein bisschen höher, ich erfinde jetzt was, ne, dann kann der da auch möglicherweise noch was rausholen. Aber im Zen ist es so, dass die wesentliche Arbeit für den Fortgeschrittenen und den Anfängern, die wir mit diesem klassischen Wort loslassen, nämlich das Loslassen von Gedanken, von Fixierungen auf Gedankengefühle, die damit verbunden sind, die gleiche ist. Und wenn wir jetzt einen Fortgeschrittenen uns vorstellen, der das lange genug gemacht hat und vielleicht auch feststellen im Alter, auch wenn wir mit dem zusammen sind, dass der Geschehnisse, die uns stärker beschäftigen als Nicht-Fortgeschrittenen, leichter loslassen kann und so weiter, dann bedeutet das vielleicht, dass er wie der Profi 100.000 Mal oder 10.000 Mal diesen Wurf gemacht hat und er jetzt wie ein Automatismus abläuft. Aber wenn die Situation sich in ihm verfestigt aus irgendeinem Grund und er darunter leidet, nicht im Buddhismus geht es ja im Wesentlichen darum, dass man dieses Loslassen praktiziert, um weniger zu leiden, dann macht er genau das Gleiche wie der Anfänger. Und ich habe jetzt gerade heute spontan mal runtergeladen, ein Buch, das ich schon lange auf der Wunschliste hatte, weil ich irgendwie die Autorin aus irgendwelchen Gründen mal interessant fand, Blanche Hartmann. Ich glaube, sie ist längst gestorben. Und das Buch gibt es auf Deutsch bei Steinrich oder Steinrich, ich weiß gar nicht, wie man das spricht. Der Name besteht aus zwei Bestandteilen, der Macher dieses Verlags, ne, aus Namensbestandteilen. Und ich habe diese deutsche Fassung nicht, weil es die englische jetzt günstiger runterzuladen war. Und ihr wisst ja, dass ich auf eigenen Büchern jetzt auch gerade rumgehackt habe, wie mit den Bendova-Kommentaren von Uchiyama. Es geht also jetzt nicht darum, weil es vom anderen Verlag ist, hier Kritik zu üben. Aber die Hartmann hat auch diesen Begriff des Anfängergeistes aufgegriffen. Und da fiel mir dieser Widerspruch auf, der Anfängergeist, den man sich erhalten soll, wie die Neugier eines Kindes, wie sie hier beschreibt, der dem Profi aber nicht möglich ist. Und natürlich beißt sich das Bild mit dem Anfängergeist, gerade mit dieser Vorstellung, dass man den Anfängern irgendwie ja anders was beibringen muss als dem Profi.
Wie also sieht der Anfängergeist bei einem aus, bei dem sich bestimmte Zen-Übungen sozusagen auf natürliche Weise manifestieren? Er kann besser loslassen, so wie der Basketballspieler eher in den Korb trifft. Wie kann der Basketballspieler sich die anfängliche Neugier, den anfänglichen Spaß beim Spiel erhalten? Und wie kann der Zen-Erfahrene also mit dem, was man Anfängergeist ist, operieren? Ich würde sagen, es ist im Alltagsleben schön und machbar, nur dass man diese Neugierde hat auf viele Dinge. Aber es ist ganz normal, dass im Zen-Bereich, wo man sich lange geübt hat, sich Dinge einstellen, die von dem Anfängergeist entfernt sind. Man müsste sich sozusagen künstlich in eine Situation zurückversetzen, die einfach nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise man wird das gar nicht merken, aber sie tritt nicht ein. Die Probleme, die der Anfänger hat, passieren nicht mehr. So wie der Profi ohne viel Training wahrscheinlich noch 3 Jahre später eher einfach den Korb trifft, weil es ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich habe dann eben gesagt, Klappe 2, die zweite. Ich glaube, ich habe beim ersten Versuch das Beispiel gebracht, dass jemand im Zen, wenn er Profi ist, im Wesentlichen das vor dem gleichen Problem stehen wie der Anfänger. Und deshalb auch diese mehr, dass man dem Anfänger im Wesentlichen was anderes sagen muss, eben nur darin begründet liegt, dass der Profi das verinnerlicht hat. Aber die große Aufgabe des Loslassens ist die gleiche. Wenn der langjährig Zen-Übende in eine persönliche Krise gerät, dann steht er auch vor dem Problem der Fixierung seiner Gedanken oder Gefühle. So, und die Hartmann, streichen wir das mal weg hier von unserem Teleprompter. Die Hartmann nennt dann so Beispiele, wo mir klar wird, wie sie wieder stark in diesen ritualisierten Zen eingebunden ist. Wieso ist es so was Besonderes, die Schuhe auszuziehen als Achtsamkeitsübung im Dojo? Das machen Japaner im Alltag regelmäßig, das habe ich gelernt zu Hause. Ne? Sich zu verbeugen, wenn man jemand vorbeigeht, das Äquivalent dazu im Alltag ist das Grüßen, ne? Wenn man an jemanden vorbeigeht. Also das sind alles so Beispiele für Übungen im Dojo, die überhaupt nicht verdeutlichen, warum man da überhaupt hingehen sollte. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, überlegt doch mal, wie ihr das gleich, was ihr da so lest, in euren Alltag einbringt. Später wird dann noch, nehmen wir die Passage gleich dazu, one of the ways we develop this kind of intimacy, schreibt sie da, is by practicing closely together. Also es geht um die Intimität der Zen-Übenden. Ich übersetze mal gleich, wir sitzen lange Perioden und wir schaffen eine sehr verbindende Erfahrung. Um unsere Anstrengung von ganzem Herzen in der Gemeinschaft anderer zu machen, die das Gleiche tun. Und hier stelle ich mal die Frage, was geschieht da konkret? Also wenn nicht Geschirr gespült wird, wenn nicht auf dem Feld gearbeitet wird und so weiter. Wenn es wie in diesem Beispiel ums Sitzen geht, da ist ja jeder mit diesem Prozess des Loslassens beschäftigt. Sie meint, es sei vor allem eine Atemachtsamkeit. When you practice the Zen, your mind
should be concentrated on your breathing. Also der Geist sollte sich aufs Atmen richten. Natürlich die Frage, soll sich der Geist wirklich bei einer Zen-Übung auf etwas richten, was von selbst geschieht? Also das ist im Grunde eine Technik, wo man schon sieht, man nimmt sich aus dem normalen Alltag raus, wo etwas von selbst läuft und macht das zu etwas Besonderem. Und die Frage ist, ob das die richtige Vorgehensweise ist. Und dann übersieht man vielleicht auch, wenn einem das nicht so klar ist, was man da eigentlich macht, dass, also wenn das der Kern der Zen-Meditation ist, sich auf die Atmung zu konzentrieren, dass man in dieser Gemeinschaft ja eigentlich nur eins gemeinsam hat, nämlich den formalisierten Sitz. Der gegebenenfalls, sie war da wohl auch eine Anhängerin von, durch jemanden im Stock korrigiert wird, der da rumläuft und den Leuten eben auf den Muskel schlägt, damit sie sich wieder ein bisschen entspannen bzw. aufrichten. Und meines Erachtens ist das, was sich in den einzelnen Köpfen abspielt, so verschieden. Nicht nur inhaltlich, sondern auch wie sie damit umgehen. Und man kann da nicht reinschauen, dass diese wesentliche Arbeit, die bei der Zen-Übung geschieht, nur deshalb hier nach ihrer Vorstellung diese Gemeinschaft erfordert, weil sie an diesen formalisierten Sitz gebunden ist. Denn das andere, das macht man mit sich selbst aus. Nun kann man noch darüber spekulieren, es gibt ja immer solche Massenphänomene, dass da eine besondere Energie entsteht und so weiter, aber das lassen wir jetzt mal. Das ist ja auch, wenn Bauarbeiter zusammen sind und vielleicht sogar in einer bestimmten unter Zeitnot ein Gebäude errichten und dabei pfeifen, singen oder und sich aufmuntern und so weiter, da entsteht auch irgendeine besondere Atmosphäre. Also ich habe es hier wieder mit einem Buch zu tun, der Xiao Mao hat es neulich kommentiert, ne? Der Homo Religiosus, so hat er Uchiyama genannt, also das sind so Züge hierbei, auch wieder bei einer Soto-Praktizierenden ist, bei Rinzai-Leuten aber auch nicht groß anders, die doch auffällig sind und nicht genug reflektiert werden. Und dann gibt es eben auch so Sätze wie, das habe ich nicht zum ersten Mal gelesen, so ein Zen-Lehrer. Vielleicht hat sie das auch zitiert von jemand anderem, dass es nicht die rechte Art sei, einen Stuhl zu behandeln, ihn zu schieben. Und das ist natürlich ein guter Satz, ne? Weil die Gemeinschaft war wohl genervt von Leuten, die ein Stockwerk höher ihre Stühle da verschoben haben nach dem Essen oder was. Und dann quietscht es da rum. Das kennen wir alle. Wenn wir es selbst machen, fällt es uns wahrscheinlich nicht so auf, aber den anderen. Und es ist natürlich richtig zu sagen, wie schön, wenn man den Stuhl anhebt, aus Rücksicht für andere. Aber es ist was anderes zu sagen, das sei nicht not the way, ne, to treat chairs. Denn das gibt es nicht. Das gibt es nur in der Einbildung von dir. Du kannst meinetwegen auch jedes Mal umtreten, denn nach unserem Verständnis empfindet er ja nichts. Aber wenn du Rücksicht nimmst, dann sind wir bei einem anderen Punkt. Und wenn man das noch weiter ausdehnt, dann würde man sagen, indem ich das übe, da geht es nicht darum, dass es nicht die Art ist, einen Stuhl zu behandeln, sondern dass es eine Art ist, mich zu verändern, und dabei was zu lernen und zu spüren. Und wenn ich achtsam darauf bin und das mache, selbst wenn das niemand honoriert, dann passiert was. Und das ist interessant. Und als ich das so las, wie das da so stand und nicht so ausgeführt wurde, wie es sein sollte, meines Erachtens, habe ich mich gefragt, ob ich das in meinem Buch besser gemacht habe. Ich habe mir vorgenommen, erinnert mich dran, wenn ich nochmal anschreibe oder das überarbeite und mal vielleicht in meinem eigenen Namen nochmal im Verlag rausbringe, dass ich darauf achte. Ich glaube, das ist der Grund auch, warum so Leute wie Dennis Scheck, die wie ich gern lesen, manchmal auch dieselben Autoren lieben,
wenn sie auf solche Themen stoßen und auf solche Bücher irgendwie so einen Widerwillen entwickeln, weil es so Plattitüden sind und mir nicht dazu kommen, worum es wirklich geht. Und so ähnlich ist auch leider das Beispiel von einer Person, die sie kannte, da wird sie benachrichtigt und erzählt das so kurz und bündig, wie es dann wohl gelaufen ist. Die hatte starke Kopfschmerzen in der Nacht, es wird ein unheilbarer Hirntumor festgestellt, sie fällt ins Koma und ist einen Monat später tot. Und nun stellt sie sich die Frage, die Frau Hartmann, ja, das könnte ja ich sein. Und was macht das jetzt? Und dann führt sie natürlich aus, ne, und zitiert vielleicht dann noch Drogen oder sonst wen, das Leben ist kurz und so weiter. Nun frage ich euch mal, bei all diesem Zen-Geschwafel, was macht das wirklich mit euch und was soll das denn konkret bedeuten? Also erstmal, so ein Beispiel ist eine Ausnahme und der rationale Mensch sagt sich, das ist sehr unwahrscheinlich und das wird ihm auch sein Arzt sagen, dass ihnen genau das passiert. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie beim Autounfall sterben. Und was würde das denn jetzt bedeuten? Da man sich nicht jeden Tag unter den Scanner legen wird, um festzustellen, wann der Hirntumor gerade anfängt zu wachsen. Und selbst das ist keine Garantie, dass man es überlebt. Ne? Oder vielleicht sogar die Garantie, dass man an einem Strahlentod stirbt, sollte man doch dann eigentlich den Verkehr meiden, denn er ist ja mit einer höheren Wahrscheinlichkeit todesbehaftet. Und was heißt denn das? Also mit anderen Worten, bei den meisten Dingen wird sich überhaupt nichts ändern. Diese Erfahrungen werden dazu führen, dass wir mal in uns gehen und sagen, ja, wie können wir das denn jetzt unser Leben besser nutzen? Aber dann kommt die konkrete Situation. Was soll denn der Maßstab sein, wenn ich zum Beispiel jetzt die Chance hätte, in der nächsten Stunde, ich kann Sex haben oder ich kann hier noch vielleicht noch ein Papier schreiben, auf dem ich meinen Nachlass regle. Das ist ja auch gut. Oder vielleicht noch eine Patientenverfügung, falls mir irgendwas ganz Dummes passiert und ich kann dann nicht mehr zustimmen und so weiter und so weiter. Und wir werden sehen und wir würden das wahrscheinlich auch bei der Blanche Hartmann sehen. Ich habe irgendwas über deren Ende gelesen, kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Dass es so nicht funktioniert für die meisten. Es ist einfach utopisch, sich zu sagen, so jetzt habe ich aber kapiert, dass das Leben kostbar ist und jederzeit zu Ende sein kann. Und nun plötzlich, jetzt habe ich es im Griff. Ne? Und ich habe darüber ja schon öfter gesprochen, jetzt komme ich, glaube ich, zu einem wichtigen Punkt noch. Und auf die Überschrift, die ich machen wollte, ne? Ich hoffe, ihr erinnert euch, schaut nur mal, wie die Überschrift lautet: Ich möchte Zen eigentlich entschlacken von Dingen. Das ist wieder diese Besessenheit von dem Tod und die Interpretation, die hier auch zitiert wird von Shohaku Okumura. Jetzt muss ich aber nochmal reingehen, denn da habe ich, glaube ich, ein Lesezeichen gesetzt. Und das suche ich jetzt mal. Notizenmarkierung. Ach nee, das war's nicht. Also dann versuche ich es aufgrund meiner handschriftlichen Notizen zu sagen. Okumura deutet Dogen. Und da will ich nochmal was vorausschicken für meine eigene Dogeninterpretation. Ich habe den ja auch ausgiebig übersetzt, auch wenn ich selbst auf andere angewiesen bin, wenn es um Feinheiten der Originalsprachen geht. Ein Dogen ist so widersprüchlich, dass es meines Erachtens sinnlos ist, einen Dogen zu entwerfen, wie das vielleicht doch klammheimlich eine Absicht ist, auch der Soto-Schule oder andere, der irgendwie ja, irgendwie Sinn macht. Der Mann ist so voller Widersprüche, dass ich einzelne Kapitel, also
gegeneinander stellen könnte und dann sagen muss, okay, das taucht, was und das nicht. Und meinetwegen hat er das ja vielleicht gar nicht geschrieben oder er hatte später eine Einsicht, aber leider ist es in Dogens Biografie so, dass seine späten Einsichten eigentlich die schlimmeren sind, teilweise, ne, wo er sich mehr und mehr auf den Orden versteift und gegen das Laientum richtet. Also damit komme ich auch nicht weiter. Deshalb sage ich mal so, ich erlaube mir, auch wenn Dogen an anderer Stelle andere Dinge sagt, das weiß ich auch, die Stelle, die Okumura nimmt zum Leben und zum Tod, wo Dogen versucht zu sagen, das eine ist das eine und das andere, Leben ist Leben, Tod ist Tod. Ne? Ich weiß nicht, ob es gut ist, jetzt das christliche Zitat ist, glaube ich, sehr bekannt, ist in unserem Kulturkreis, selbst wenn man kein Christ ist, nämlich alles hat seine Zeit aus der Bibel und die Liebe und das zu nehmen, aber so ähnlich ist das meines Erachtens zu verstehen. Und Okumura kommt dann drauf zu sagen, und da stimmt er, denke ich, mit Dogen überein, dass das eine vom anderen zu unterscheiden sei, das eine sei das andere das, das dem das, der Tod das. Aber, und er macht das am Beispiel der Jahreszeiten klar, dass sie nicht ineinander übergingen, so wie ja auch der Frühling nicht in den Sommer übergehen würde und so weiter. Und jetzt frage ich euch mal, ob ihr das so empfindet, wenn ihr rausgeht und wenn jetzt plötzlich oder wenn jetzt vielleicht sogar einfach eine Pflanze, ein Bonsai oder so, der blüht, im Zimmer hat und plötzlich ist da morgens eine Knospe zu sehen, ob ihr dann wirklich der Meinung seid, etwas geht nicht ineinander über. Wenn man nicht die Anschauung hat, dass was ineinander übergeht und fließt, sondern nur von Moment zu Moment denkt, könnte man sowas behaupten. Aber wenn man das sagt, dann stimmt es nicht, wie Okumura sagt, dass der Tod eine Position in der Zeit sei und das Leben eine Position in der Zeit, sondern es wäre richtiger zu sagen, dass Leben und Tod zeitlos sind. Und auch das ließe sich wieder mit einem anderen Text von Dogen stützen, meine ich. Und dieses seltsame Verständnis hat vielleicht auch damit zu tun, dass so viele Bilder gibt wie denn das Sterben auf dem Kissen und die Behauptung, es müsse da vom Ende her überlegen, wie man stirbt, ne? Wenn man nicht Vorsorge getragen hat im Leben, dass man eben nicht mit all diesen Zweifeln, Ängsten und so weiter stirbt. Als sei dieser, wenn ich es hier mal zitieren soll, als sei eine gewisse Position auf einer Zeitachse wichtiger als das große Ganze davor. Okumura als Dogeninterpret in der Uchiyama-Linie, ne, versteht also den Tod als eine Position in der Zeit, das Leben als eine Position in der Zeit. Und ich glaube, dass man bestimmte Dogenstellen so interpretieren kann, dass dieses Leben und dieser Tod nur existieren im Moment und nur dann das sind, was sie sind. Und diese Sicht der Position in der Zeit ist eine Sicht, wo wir uns schon rausgenommen haben. Da, wo wir die Zeitachse sehen, sind wir nicht in diesem Moment. Okay. Hoffentlich hat das jemandem was gebracht. Ich habe erst das halbe Buch durch. Und ich mache gerade so im Kopf mir Gedanken, da ich
nochmal Musashi rausgebracht habe mit unbekannten Musashi-Texten, daraus zitiere ich demnächst mal was, und noch mehr machen will aus dieser Richtung Kampfkunstphilosophie in den nächsten, sagen wir mal, 2 Jahren vielleicht, wenn, wie gesagt, nicht der Hirntumor oder der Autounfall oder sowas kommt, wie ich vielleicht konsequenter oder systematischer auch den Kanal gestalten kann, ob ich nicht einen roten Faden wenigstens finde, der wie jetzt die Lesungen, die aber keinen richtigen Faden hatten, es war nur jeden Sonntag eine Lesung aus meinem Buch, sich dann zumindest mal so vielleicht ab Anfang nächsten Jahres durch den Kanal zieht. Irgendetwas, was dem Ganzen mehr Struktur gibt, ohne dass ich groß schneiden muss oder eine Zen-Szenerie brauche oder mir eine Robe anziehen. So, wenn ihr dazu Ideen habt, ich habe ja keinen Fragekanal, ich glaube, das würde auch nicht viel Sinn machen, aber dann schreibt mir unten was rein, was für, bei euch für Bedürfnisse gibt, die vielleicht in Richtung so eines strukturierteren Kanals gehen würden. Das bedeutet natürlich auch im gewissen Sinn mehr Aufwand. Man muss dann da eine Logik reinbringen und einen Plan haben und nicht sagen, ich lade mir heute mal ein Buch runter und erzähle da mal eben was dazu. Das wird ein bisschen anstrengender.